Willkommen hier zu diesem neuen Video. Ich habe von OnePlus dieses große Paket bekommen und ich bin gespannt, es auszupacken. Ich weiß schon, was drin ist, aber für die Leute, die es noch nicht wissen, die sollten auf jeden Fall bis zum Ende dranbleiben, denn ich werde das jetzt auspacken und natürlich meine ersten Eindrücke mit euch teilen. Also wie immer, viel Spaß! Ihr könnt mir übrigens auch gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr von dieser Kameraperspektive haltet. Ich wollte jetzt einfach mal bei diesem größeren und doch besonderen Paket ausprobieren und wie gesagt, schreibt es mal unten in die Kommentare. Aber jetzt genug drumherum geredet. Ich bin gespannt, was sich hier drin befindet, beziehungsweise es endlich auszupacken. Denn natürlich handelt es sich um das neue OnePlus 7 Pro, was vor kurzem vorgestellt wurde. Hierbei ist auch noch in diesem sogenannten Reviewer Kit ein bisschen Zubehör, zum Beispiel hier auch der Reviewers Guide mit allen möglichen technischen Daten und so. Aber das, was jeden interessiert, das befindet sich hier drin in der ganz normalen Verkaufsverpackung, nämlich das Gerät selbst, das OnePlus 7 Pro. Hier steht es auch schon auf der Seite. Und in dem Fall habe ich jetzt hier die Nebula Blue Version und dann anbei liegt ja auch noch im Lieferumfang die neuen OnePlus Bullet Wireless 2. Das sind eben kabellose Kopfhörer von OnePlus und der neue Warp Charge 30 Adapter für das Auto, sodass man auch da Warp Charge nutzen kann. Aber dazu erzähle ich euch gleich ohnehin noch etwas. Aber natürlich gibt es auch in diesem Jahr wieder von OnePlus ein paar Cases. Zwei Stück davon sind auch hier unten direkt mit drin. Einmal mit diesem Nylon-Stoff sozusagen die Version und dann noch eine Sandstone-Rückseite, die ich persönlich einfach super gerne mag. Die gab es ja beim OnePlus One und auch beim OnePlus 2. Danach leider nicht mehr als native Rückseite, aber ich finde von der Struktur her ist das einfach noch immer richtig geil. So, damit jetzt aber genug und widmen wir uns jetzt dem OnePlus 7 Pro selbst. Die Verpackung, die ist natürlich OnePlus-typisch, so wie man es von den letzten Jahren kennt, nur dass jetzt hier eben 7 Pro draufsteht. Aber wichtiger ist ja, was sich da drin befindet und das ist die typischen Booklets inklusive einer Silikon-Case, die bei jedem OnePlus-Gerät dabei ist. Und darunter kommt dann auch schon das neue OnePlus 7 Pro zum Vorschein. Hier jetzt noch in der Folie drin, die ich einfach mal abslide. Und auch hier den Aufkleber entferne ich. Aber bevor ich mir das näher angucke, packe ich das erstmal zur Seite, auch wenn es wirklich geil aussieht. Denn im Lieferumfang befindet sich natürlich noch mehr. Und das ist zum einen das neue Warp Charge 30 Netzteil. Mit dem kann das Gerät nämlich in nur 20 Minuten zu fast 50% wieder aufgeladen werden, was einfach krass ist. Das Netzteil hat 30 Watt. Und natürlich ist dabei auch wie immer das typische OnePlus Charging Cable mit USB-C. Leider kein USB-C auf USB-C, sondern nur einseitig USB-C. Aber wenn ihr das ohnehin mit dem Warp Charge Netzteil ladet, dann ist das die perfekte Kombination. Mehr befindet sich nicht im Lieferumfang und deswegen kommen wir auch direkt zu dem OnePlus selbst. Wie gesagt, ich habe hier die Nebula blaue Version und auch das sonstige Gerät. Das ist einfach super interessant, denn hier auf der Vorderseite haben wir ein 6,67 Zoll großes Quad-HD-Display mit 90 Hertz. Und zu diesen 90 Hertz werde ich gleich auch nochmal was sagen. Erstmal möchte ich kurz auf die anderen technischen Daten eingehen. Wir haben hier nämlich verbaut, wie gesagt, in meiner Version 12 GB RAM. Es gibt aber auch noch 6 und 8 GB RAM, je nachdem, welche Version ihr eben kauft. Und alle laufen zusammen mit dem neuen Snapdragon 855. Das ist der aktuellste Prozessor. Der ist super schnell und der macht alles, was man eben möchte, problemlos und zügig. Und gerade OnePlus-Geräte zeichnen sich ja auch durch Oxygen OS mit einer super Software aus. Das heißt, auch dieses Gerät wird einfach verdammt performant sein und ich bin gespannt, es jetzt im Alltag zu benutzen. Aber es gibt noch ein paar andere Kleinigkeiten, die sich im Vergleich zum Vorgänger verändert haben. Zum einen ist das der neue Fingerabdrucksensor im Display. Der ist nun deutlich schneller und hat auch eine größere Fläche. Ich glaube, es sind so 35-36% mehr Fläche. Das heißt, man wird den auch jetzt so im Alltag deutlich leichter treffen. Und die andere größere Neuerung ist eben dieses 90 Hertz Display. Auf der Kamera kann man es leider nicht so gut sehen, weil die eben ohnehin nur in 25 Bildern pro Sekunde aufnimmt. Aber mit dem echten Auge sieht man den Unterschied schon massiv.
Aber damit noch nicht genug, denn auch das Display selbst ist eine Besonderheit vom Formfaktor, denn es hat keine Notch, kein Loch im Display oder so, sondern es hat nur abgerundete Ecken, eine Edge, also zu den Seiten hin ein gewölbtes Display, wovon ich nicht so ein großer Fan bin, weil ich persönlich bei der Benutzung immer das Gefühl habe, dass mir dann Displayfläche geklaut wird. Aber es sieht trotzdem einfach super beeindruckend aus. Und da stellt sich natürlich die Frage, wo die Kamera ist. Und die Antwort ist ganz einfach. Ihr seht, die kommt einfach aus dem Gerät rausgefahren. Das ist verdammt cool. Laut OnePlus soll das Ganze auch ziemlich langlebig sein. Also die haben das Ganze 300.000 Mal getestet. Und selbst wenn euch das Gerät runterfällt, wird nichts passieren, weil eben eine Sturzerkennung drin ist und die Kamera dann automatisch eingefahren wird. Also da hat OnePlus sich schon definitiv Gedanken gemacht. Ihr könnt sogar weiterhin die Gesichtsentsperrung verwenden, dann kommt die Kamera eben ganz kurz aus dem Gerät rausgefahren und fährt sich dann direkt danach wieder rein, sodass ihr da auch uneingeschränkt einfach die Features benutzen könnt. Aber es gibt dann natürlich bei den Kameras noch einen Punkt, den ich sehr mag, und das sind die drei Kameras auf der Rückseite. Wir haben hier einen 948 Megapixel Standard-Zoom-Sensor, der ist einen halben Zoll groß und somit knapp 30% größer. Dazu gibt es dann auch noch einen Ultraweitwinkel. Das finde ich auch super spannend, weil man so einfach nochmal mehr auf ein Bild drauf bekommen kann und bisher eben die meisten Hersteller ausschließlich Telezoom-Kameras verbaut haben. Aber zum Glück ist auch die mit dabei. Das heißt, in der Theorie könnt ihr auf jeden Fall einen super großen Brennweitenbereich abdecken mit diesem kleinen Gerät und so in jeder Situation das perfekte Foto aufnehmen. Aber ich freue mich jetzt einfach, dass ich das Gerät nun hier habe und damit mal ein bisschen rumspielen kann, das als Daily Driver benutzen kann, um letztendlich rauszufinden, ob das Ganze auch sein Geld wert ist. Und falls ihr jetzt schon Interesse an dem Gerät habt, dann könnt ihr beispielsweise auch mal auf Trading Shenzhen vorbeischauen, denn die bieten die Geräte auch ein bisschen günstiger an, als wenn ihr die bei OnePlus direkt oder auch bei Amazon kauft. Ihr bekommt trotzdem Garantie und so weiter alles dazu. Also schaut mal unten in der Videobeschreibung nach. Und sonst hoffe ich natürlich, dass euch das Video gefallen hat und dass ihr den Kanal abonniert, so wie beim nächsten Video natürlich ebenfalls wieder vorbeischaut. Also bis dahin, ciao!